Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Konarium. So, Fahrstuhl, fahr uns hoch oder runter? Oh, nach unten. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich schätze, gefällt mir das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wenn nicht, mir gefällt's, das ist die Hauptsache. Wird geladen. Das Übermaß an 5 Zeitlinien noch irgendwas. Oha. Was ist das? Ein Baum. Ey, das sieht richtig schön aus. Ja, da gehen wir mal noch nicht rein. Ey! Mann! Ärger mich nicht! It's stuck. Antarktis-Expedition. Nein, ich lassen wir erst einmal zu. It won't open. Was zum... Eine Statue, die meisterhaft aus einem blauen Kristall gefertigt wurde. Sie bildet eine menschliche Figur in einer meditativen Pose ab. Die oktopodische Maske auf ihrem Gesicht ist zugleich das auffällige Detail. Das stimmt. X Tempel X überflutet Höhle X Basis. Die provisorische Lagerausrüstung wurde ohne Probleme zu den unterirdischen Höhlen unterhalb der Basis transportiert. Die U-Boote funktionieren ebenfalls einwandfrei. Sie sind schneller und wendiger, als ich zuerst annahm. Wir haben mit der Erkundung der Unterwasserpassagen begonnen, aber es geht nur schleppend voran. Okay. Das ist zu. It's stuck. Okay, dann machen wir jetzt erstes mal das hier auf. Da ist ein Schildchen. Glossopteris, okay. Dann gehen wir als nächstes hier rein. Okay, was? Läuft. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Dr. Voss hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf die Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam, das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Was ist das? Eine Phonographwalze. Die ist verschlossen. Ist auch verschlossen. Also irgendwo gibt es einen Schlüssel. Okay. Steht bei den hinten zufälligerweise was drauf? Nee. Wow! Boah, mein, ey. Warum?
Warum ist da eine Katze? Es gibt ein Problem mit einer der Kühlkammern. Ich habe sie beschriftet. Sie muss schnellstmöglich überprüft werden. Boah, diese Katze! Neues Lager errichtet. Warte auf neue Proben. Kackvieh! Dieses Mistvieh! Okay, irgendwo gibt es einen Stromgenerator, den wir anschalten müssen. Ach, wir gehen mal zu dem dahin. Wow. Weinfässer. Like I need something to get this elevator to work. Dann mach das. Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Hier, wir können damit jetzt sowohl den Turm als auch die unterirdische Etage der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turm, Basis, Höhleneingang. Wie soll ich denn den in Gang bringen, wenn ich hier nirgendwo reinkomme? Das ist merkwürdig. Das muss also doch irgendwas hier hinten mit zu tun haben, mit dem Kackvieh. Hier geht ein Kabel lang. Da geht ein Kabel lang. Das ist aber nur fürs Licht. Geheimnisse. Steht leider nichts drinne. Hier gibt es aber auch nichts anderes. Ich muss bestimmt da hinten rein. Nee, hör doch mal auf. Wo gibt es einen Stromgenerator? Das hier war der Fahrstuhl. Da komme ich nur wieder hoch. Was haben wir alles im Inventar? Hier. CTR und L. Ausgabe der Expositions gefunden. Ein faszinierendes Buch. Berge des Wahnsinns.
This is Frank Gilman. Can anybody hear me? Over. Anscheinend nicht. Dieser Smurfit befindet sich bereits an meiner linken Arm. Als ich im Tagungsraum der Upuaut Antarktis-Base zu mir kam, dann ist es nicht verwunderlich, dass ich mich nicht daran erinnere. Für was soll das gut sein? Das ist doch so ein Fahrstuhlhebel. It's stuck. Der müsste doch eigentlich hier funktionieren. What was the need for such security measures? Hier, nimmst du das da? Tower. Hä, hier geht's noch weiter? Nee. Hey, bin ich so blind, dass ich das nicht finde, was ich jetzt machen muss? Da hoch und das Ding anschalten im anderen Haus? Das wäre ja merkwürdig. Tschüss, Katze. 5 Tage vor und den Bauwerken, die wir bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Aber hier läuft doch alles. Hinten gibt's keine Tür mehr. Oh mein Gott. It won't open. Hier funktioniert der Strom. Das ist seltsam. Der Hehlstrom muss manuell von außen aktiviert werden. Das haben wir ja gemacht. Und da will ich nicht schon wieder hingehen wollen. Steht hier noch was drin? Nein. Das ist seltsam. Das war zu. Die waren zu. Der Hebel sieht so aus. Für was habe ich dann aber hier unten den Hebel eingesammelt? Oh. Da liegt eine Sicherung. Schön.
Ja. Keine Ahnung. Wir hoffen mal, dass wir es in der nächsten Folge schaffen, da den Weg herauszufinden. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.